an Bargay. Und Tor, 1-0 für den EHC Biel. Terence Bargay ist der Mann, der von der blauen Linie abfeuert. Und er wird noch abgelenkt vor dem Tor, ins Tor hinein. Chantre gegen Fora, dann übernimmt Marc Wieser. Wieser setzt sich durch und Tor, 2-0. Marc Wieser erhöht auf 2-0. Es ist sein 10. Saisontreffer bereits. Jetzt Tavares. Tor, 1-2. Ist das der Weckruf gewesen für den SCB? Es steht nur noch 1-2. John Tavares schießt das erste SCB-Tor heute Abend. Trutmann hat keinen Stock, weil sein Stock kaputt gegangen ist. Er kann auch nicht wechseln gehen. Jetzt könnte er gehen und Tyler Seguin bricht durch die Mitte. Seguin, Tor! Die Tyler Seguin Show geht weiter. Eine wunderschöne Einzelleistung zum 3-1 des Kanadiers. Er bricht durch, ab durch die Mitte. Streit. Bei Tavares ist der Stock kaputt gegangen. Er reklamiert eine Strafe. Und Tor! 2-3, der SCB macht den Anschlusstreffer. Es ist ein Powerplay-Treffer. Von hinten kommt der Schuss. Ryan Gardner hat Reto Berardi sich genommen. Der hat rein gar nichts gesehen. Rütemann. Kein Offside. Roach und er macht das Tor. 3-3 Ausgleich. Jetzt die Frage, ob das Offside gewesen ist vorhin. Nein, es war Linie. Alles in Ordnung. Travis Roach, also der Torschütze zum 3-3. Es ist sein dritter Saisontreffer. Er muss jetzt unbedingt die Scheibe ins Tor bringen. Aber Reto Berardi erhält auch diesen Penalty. Und damit ist diese Partie entschieden. Kevin Schläpfer und der EHC Biel gewinnen dieses Derby gegen den SCB mit 4-3 nach Penaltyschießen.